Hallo, falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Anjana Gill. Ich bin Expertin für moderne Spiritualität und Bestseller-Autorin. Und wenn du keins meiner Videos verpassen möchtest, dann klicke einfach hier. Mir hat jemand die Frage gestellt: Kann man eigentlich eine Reise manifestieren? Kann man eine Reise mit Hilfe des Universums manifestieren? Die Antwort ist: Ja, das kann man. Und das ist im Grunde auch gar nicht schwer. Weißt du schon, wo du hinfahren möchtest? Oder hast du vielleicht eine Traumreise in deinem Kopf? Also zum Beispiel eine Fahrt auf dem Highway Number One, den Pazifik entlang durch Amerika. Oder möchtest du vielleicht lieber auf der chinesischen Mauer laufen oder mit Delfinen schwimmen oder vorm Taj Mahal sitzen? Oder möchtest du eine Safari durch Afrika machen und Zebras und Giraffen sehen? Oder vielleicht lieber eine Flusskreuzfahrt auf dem Mekong oder auf dem Amazonas? Die Welt, die ist ja so voller wunderschöner Orte. Da hat sicherlich jeder von uns irgendeine Traumreise im Kopf. Und die wird stattfinden. Denn die Manifestation einer Reise, die klappt immer. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber irgendwann wirst du genau diese Reise machen. Das steht fest. Alle Menschen, die ich kenne, die diese zwei Schritte zur Manifestation gemacht haben, die ich dir gleich erkläre, alle diese Menschen haben ihre Traumreise gemacht. Das ist absolut faszinierend. Gut, wie gehen wir jetzt vor? Erstens die richtige Formulierung. Die Formulierung, die ist, ja, wie soll ich sagen, die ist das Fundament, auf dem die Manifestation steht. Und die Formulierung müssen wir immer nach den 10 Regeln, diesen ganz 10 einfachen Formulierungsregeln gestalten. Und wenn wir das beachten, wenn wir diese Regeln beachten, dann sendet diese Formulierung eine unglaubliche Energie aus. Wichtig ist, dass du diese Formulierung persönlich gestaltet. Es muss deine Formulierung sein, die deine Glücksgefühle ausstrahlt oder aussendet. Ich gebe dir jetzt aber trotzdem mal ein Beispiel für eine gute Formulierung, wenn du jetzt zum Beispiel eine Safari durch Afrika machen möchtest. Liebes Universum, die Safari war traumhaft schön. Mein Herz hüpft immer noch vor Freude, wenn ich an diese wunderschönen Sonnenuntergänge und an die Tiere denke. Danke, danke, dass ich das erleben durfte. Danke, liebes Universum, dass du mich hierhin, dass du mich dorthin geführt hast. So oder so ähnlich kann eine gelungene Formulierung aussehen. Und wenn du dann diese Formulierung für dich gefunden hast, dann kommt Schritt 2. Und das ist bei der Reisemanifestation noch viel bedeutender. Das ist die perfekte Collage. Eine Wunschreise oder Traumreise Manifestationscollage. Die wirkt Wunder. Alle Leute wirklich, die ich kenne, die diese Collage irgendwo aufgehängt haben, waren irgendwann an diesem Ort. Diese Collage, dafür suchst du Fotos, richtig schöne Fotos von deinem Ziel aus, von deinem Ziel, wo du hinfahren möchtest. Dann klebst du die auf ein Blatt. Ich habe mal hier was vorbereitet. So zum Beispiel. Und dann klebst du noch dazu Fotos von dir selber. Fotos, wo du richtig glücklich bist und strahlst. Sendet auch immer eine positive Energie aus. Die klebst du zwischen deine Urlaubsbilder oder auf die Bilder. Und dazu schreibst du unsere Universumswörter. Die kennst du ja wahrscheinlich inzwischen auch. Oder Universumssätze. Zum Beispiel hier habe ich das geschrieben. Mein schönster Sommer. Oder Sonne für die Seele oder Auszeit oder was auch immer. Sätze, Wörter, die dir gut tun. Pflicht sind aber 3 Wörter. Die müssen auf jede Collage, die dürfen nicht fehlen. Und diese 3 Wörter, das sind Danke, Glück und Ja. Das sind Türöffnerwörter. Platziere die auf jeden Fall auf deiner Collage. Und wenn du die Collage fertig hast, dann häng die auf irgendwohin, wo sie für dich richtig gut sichtbar ist, wo du sie möglichst häufig ansiehst. Und auch wenn du gar nicht immer bewusst drauf schaust, dein Unterbewusstsein ist dann immer mit dieser Collage verbunden, auch mit der Erfüllung. Also du kannst sie gegenüber von deinem Schreibtisch aufhängen, in dein Wohnzimmer, in deine Küche, wo du halt dich häufig aufhältst. Und dann verbindest du dich jedes Mal
wenn du drauf schaust oder an ihr vorbeigehst mit der Erfüllung. Und ich garantiere dir, du wirst diese Reise machen. Du musst nur eins unterlassen. Wir dürfen nicht mit unserem eigenen Zweifel diese Tür, diese wunderbare Tür, die wir damit geöffnet haben, wieder zumachen. Und zwar dürfen wir uns nicht mit dem Thema Geld beschäftigen oder mit dem Gedanken, das würde ich ja gerne machen, aber das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir nicht leisten, das geht gar nicht. Wir alle, wir denken viel zu oft, viel zu klein und viel zu irdisch. Wir denken in Kategorien, wo soll ich denn das Geld herbekommen und so weiter. Überlassen wir diese gesamte Geschichte dem Universum. Das Universum findet immer Möglichkeiten, dass wir diese Reise machen werden. Das ist wirklich super interessant, aber vielleicht hast du in einem Jahr einen ganz anderen Job, wo du viel mehr Geld verdienst. Vielleicht gewinnst du diese Reise auch. Oder, das ist auch neulich einer Frau passiert, die wurde von ihrer Freundin zu einer Reise eingeladen, zu eben genau dieser ihrer Wunschreise. Oder vielleicht erben wir Geld von einer Tante aus Amerika, von deren Existenz wir nicht mal einmal was wussten. Also das Universum, da kannst du ganz, ganz sicher sein und total drauf vertrauen. Das Universum kümmert sich um diese Angelegenheit und wird es regeln. Wir müssen nur für diese gute Schwingung, für diese Reiseschwingung sorgen. Dann klappt das auf jeden Fall mit dieser Reise. Also die perfekte Formulierung plus die perfekte Wunschcollage. Dann wirst du diese Reise machen. Das ist so gut wie sicher. Und dann gibt es ja noch den Fall, dass man vielleicht gar nicht genau weiß, wo man hinfahren möchte. Dass man gar nicht weiß, wo die Seele oder das Herz gerade hin möchte. Kann man dann das Universum um Rat fragen? Ja, auch das kann man. Denn das Universum ist ja mit unserer Seele und mit unserem Herz ununterbrochen verbunden. Das weiß schon, wo wir am besten jetzt wären oder wo wir als nächstes Urlaub machen sollen. Und dann müssen wir halt einfach ein bisschen freier formulieren. Warte mal, ich habe da auch was vorbereitet. Da könntest du zum Beispiel formulieren, liebes Universum, danke für diese wunderschöne Reise. Ich bin immer noch ganz selig vor Glück. Alles war einfach traumhaft schön. Es hat mir so gut getan. Danke, dass du mich hier hingeführt hast. Dann ist die Formulierung natürlich allgemeiner, aber sie sendet auch sehr gute Energie aus. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn du diese Formulierung ausgesprochen hast, dann musst du den Zeichen folgen. Das Universum schickt dir in den nächsten Tagen, Wochen Zeichen, sodass du genau weißt, wo du hin sollst. Wichtig ist, dass wir uns nicht unbewusst auf eine Reise festlegen. Denn manchmal haben wir dann im Kopf, ach, ich würde so gerne eine Fernreise machen. Aber in Wirklichkeit will vielleicht unsere Seele im Moment überhaupt gar keine Fernreise machen. Vielleicht will unsere Seele einfach mal 3 Wochen auf irgendeiner Finca abhängen und sich ausruhen. Oder es möchte vielleicht sogar auf eine Ziegenalm in den Alpen oder wo auch immer. Aber vielleicht würden wir genau an diesen stillen Orten viel wichtigere und glücklich machendere Erkenntnisse haben. Was wissen wir schon? Folgen wir einfach den Zeichen. Das Universum führt uns genau dahin, wo wir sein sollen. Ja, so funktioniert das, eine Reise zu manifestieren. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich wünsche dir einfach ganz viel Freude dabei und eine wunderschöne Reise.